Lerncoaches.de ist ein Online-Portal für Schülerinnen und Schüler am Nachmittag, in dem sie entlang des Schulbuchs lernen können. Das ist auch das Besondere an Lerncoaches.de, dieser Schulbuchbezug, das ist der USP. Das heißt, sie lernen am Nachmittag genau das, was sie am Vormittag auch gelernt haben. Sie können wiederholen, sie können üben, sie können testen und schauen, wo sie stehen. Das ist schon eine Weile her, dass wir Lerncoaches erfunden haben. Das ist bestimmt 2,5 Jahre her. Das hat auch gedauert, für die Idee im Haus zu werben, weil es doch ein sehr neuartiges Projekt ist. Aber mittlerweile sind alle sehr von dieser Produktidee überzeugt. Lerncoaches hat einen ganz anderen Ansatz als die anderen Lernplattformen. Wir haben ja diverse Lernplattformen im Netz mittlerweile. Manche beziehen sich auf ein Fach, viele haben einen ganz spielerischen Ansatz. Lerncoaches geht einen ganz anderen Weg. Wir verlängern quasi das Schulbuch in den Nachmittag hinein. Das heißt, wir bieten den Schülern entlang des Schulbuchstoffes und entlang der Methodik des Schulbuchstoffes die Möglichkeit, das zu wiederholen, zu üben oder sich selbst zu testen. Damit sind die Schüler und die Schülerinnen und natürlich ihre Eltern auf der sicheren Seite. Sie wissen, dass sie das Richtige lernen am Nachmittag. Absolut essentiell. Also wir arbeiten bei allem, was wir entwickeln, mit Lehrer. Lehrer sind unsere Autoren, die berücksichtigen wir. Wir hatten in der Produktentwicklung permanent unterschiedliche Kids, Parents oder Lehrer-Days, haben wir die genannt, wo wir einfach immer wieder mit den entsprechenden Leuten zusammensaßen, das Produkt rekapituliert haben, überlegt haben, ob es stimmt und so in der Produktentwicklung immer weiter vorangegangen sind. Wir haben das Produkt immer wieder in Autorentagungen mitgenommen in den verschiedenen Fächern. Also das ist wirklich auf Herz und Nieren mit allen Lehrern abgeprüft. Na, viele Schüler wissen ja gar nicht, wenn sie ein Problem haben, wo das liegt. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt, weil ich heute nichts verstanden habe, meine Hausaufgabe heute nicht machen kann. Sehr häufig liegt das Problem viel weiter zurück. Was die Lerncoaches anbieten, ist, dass ich online gehe. Da finde ich mein blätterbares Schulbuch. Ich kann genau zu der Seite gehen, auf der ich am Morgen war. Und wenn ich jetzt überhaupt nichts verstanden habe, schaue ich mir Erklärfilme an, die mir einfach das Thema nochmal erklären. Wenn ich einfach nur weitere Übungen machen will, kann ich die da auch machen. Und wenn ich wirklich völlig planlos bin und gar nicht weiß, warum ich etwas nicht verstehe, kann ich Tests machen. Und ein intelligentes Rückmeldesystem bietet mir dann die richtigen Fördermaterialien an. Weil wir nämlich über dieses Rückmeldesystem sehen, wo liegt denn das eigentliche Problem? Vielleicht liegt es gar nicht auf den Inhalten dieser Seite, sondern 4 Wochen zurück. Lehrer wünschen sich eigentlich in sehr enge Abstimmung zu den Eltern nach Hause, bemühen sich da auch drum. Das Problem ist, dass die Eltern ganz oft nicht wissen, wie sie den Kindern helfen sollen, woher auch. Die haben das vor 20, 30 Jahren gelernt, mittlerweile haben sich die Methoden verändert. Wobei Lerncoaches hilft, ist, dass die Eltern verstehen, wie gelernt wird. Wir bieten das sogar so an, dass wir für das Grundschulmodul explizite Elterninhalte noch zusätzlich anbieten, die den Eltern erklären, wie wird addieren gelernt, wie wird subtrahieren gelernt. Das heißt, die Schüler kommen nach Hause, können entweder mit oder ohne Elternhilfe zu ihrer Seite am Schulbuch gehen, können dort die entsprechenden Inhalte finden, haben vielleicht irgendeine Erklärung vom Lehrer am Vormittag nicht verstanden, schauen sich den Erklärfilm an, machen noch eine Übung und sind damit besser vorbereitet. Das Interesse des Lehrers ist, dass der Schüler nicht am nächsten Morgen in die Schule kommt und sagt, das hat mir aber mein Nachhilfelehrer oder mein Papa ganz anders erklärt und er dann nochmal von neuem anfangen muss, erklären muss, warum funktioniert das so, sondern der Schüler kommt genauso vorbereitet, wie der Lehrer ihn morgens schon vorbereitet hat. Eltern sind am Nachmittag in der Situation, dass der gefühlte Leistungsdruck immer stärker wird zurzeit. Das heißt, sie wollen ihren Kindern helfen, sie wollen eine Bildungskarriere für ihre Kinder erreichen. Und in der Grundschule kann man das noch gut schaffen, bis 20 zählen können wir alle und irgendwann hört es halt dann auch ganz oft auf. Also wie soll man die Kinder unterstützen bei einer Bruchrechenart, die man vielleicht selber vergessen hat? Da setzt eben Lerncoaches an. Die können entweder sagen, setz dich da dran und lerne das selber, weil es ist so erklärt, dass Kinder alleine damit lernen können. Oder die können sagen, ich setze mich dazu, ich versuche das mit dir zu verstehen, damit du danach weiter lernen kannst. Beides ist möglich.
Erstmal müssen die Eltern sich selber überzeugen. Das können sie tun, indem sie erstmal das kostenlos nutzen. Es gibt ein kostenloses Probeabo. Dann glauben wir fest an dieses Medium. In diesem Medium kann ich viel mehr ermöglichen als im reinen Buch. Ich kann multimediale Inhalte aufbereiten. Ich kann über intelligente Feedbacksysteme genau sehen, wo der Schüler gerade steht und kann ihm entsprechende Materialien zuweisen. Ich kann damit eine Differenzierung ermöglichen, die heute viel im Gespräch ist, aber noch wenig umgesetzt ist. Wir schaffen das mit Lerncoaches. Weil sie ein Produkt dieser Qualität nicht kostenlos anbieten können. Sie können dann nicht nachhaltig produzieren. Die Aufwände, die wir hier hatten, waren ganz erheblich. Wir haben quasi alles Material neu entwickelt, die ganzen Erklärfilme etc. Und das müssen wir ja irgendwie refinanzieren. Und wir wollen das Angebot ja wirklich nachhaltig machen. Das heißt, wir wollen immer mehr unsere Lehrwerke da reinpacken zu den Lerncoaches und die zusätzlichen Inhalte anbieten. Das ist jetzt sozusagen die Anbietersicht. Warum brauchen wir auch eine Refinanzierung? Und die Elternsicht, also ich bin selber Mutter, ich würde für so ein Angebot sofort bezahlen, weil eben ich wüsste, mein Kind lernt da das Richtige und zwar richtig. Also mein Sohn ist noch in der Grundschule, ich kann ihm noch relativ gut helfen, aber das wird relativ bald aufhören. Und dann möchte ich eigentlich lieber ein bisschen was im Monat zahlen, das ist auch nicht besonders teuer, und dafür wissen, dass er genau das Richtige tut, statt irgendwas bei YouTube sich runterzuladen und am nächsten Morgen sagt sein Klassenlehrer, nein, so lernen wir das aber nicht.